Hallo zu einem neuen TechWorld Review. Heute Unboxing der neuen Mi True Wireless Headphones 2. Brandneu. Wir schauen in die Packung rein, wir schauen auf die Marketingversprechen und dann gebe ich noch kurz einen Ausblick auf die ersten Hörerlebnisse. Wenn wir die Packung aufmachen, sehen wir als allererstes die Box. Aufbewahrungsbox und Ladebox. Es wird versprochen, dass man mit der Box bis zu dreimal die Headphones wieder aufladen kann. Es ist nämlich hier ein Akku verbaut. Dann haben wir die Headphones, die sind hier sehr schön verklebt, festgeklebt. Und wir haben ein Ladekabel. Und eine Anleitung mit verschiedenen Sprachen, unter anderem auch Deutsch. Zum Inbetriebnehmen von dem Ganzen muss man erstmal die Headphones hier in diese Ladestation einlegen. Ist auch ein bisschen magnetisch, das heißt, fällt nichts raus, schnappt automatisch zu, weil eben die Magneten dann den Deckel runterziehen. Unten haben wir ein USB-C-Ladebuchse. Wenn wir jetzt die Headphones in Betrieb nehmen wollen, drücken wir hier an der Seite länger auf den Knopf. Damit gehen die Headphones in den Koppelmodus. So, kommen wir mal zur Tonqualität. Tonqualität ist sehr gut, sehr klar. Die Höhen und Mitten sind sehr, sehr gut verständlich, klar und ausdrucksvoll. Defizit würde ich bei den Bässen sehen, ist natürlich geschuldet der Funktionsweise von diesen Kopfhörern, die eben im Ohr drin liegen und nicht über eine Membran reingedrückt werden und dann da drin halten, sondern die halten doch ihr Eigengewicht im Ohr. Das ist wiederum sehr angenehm zu tragen. Allerdings geht dadurch bedingt eben die Abdichtung im Ohr und im Kopfhörer verloren und dadurch bedingt hat man eben relativ wenige Bässe. Man hört einen großen Unterschied, wenn man sie sehr stark reindrückt, dann ist der Bass sehr, sehr gut verständlich und sehr, sehr ausgeprägt. Hat man sie ganz normal im Ohr, dann ist der Bass eben nicht so stark und ausgeprägt. Kommen wir mal noch kurz zu den technischen Spezifikationen von den Earphones. Sie funken im Bluetooth-Standard 5.0, das heißt, es geht zum einen sehr weit, ist sehr, sehr stabil und auch sehr schnell, sodass man, wenn man Videos guckt, eben keine Verzögerung festzustellen ist. Zum anderen die Akkulaufzeit von den Earphones, sie ist mit 4 Stunden angegeben. Ich habe das leider noch nicht jetzt ausgiebig testen können, weil sie ganz neu sind. Wie lange sie sich eben dann im täglichen Umfeld dann halten und geben. Es wird aber angegeben, dass in dem Case die Earphones auch nochmal bis zu 3-mal aufgeladen werden können, sodass man theoretisch auf eine Laufzeit von bis zu 14 Stunden kommt. Aufgeladen wird das Ganze über ein USB-C unten am Case. Danke fürs Reinschauen, lasst gerne ein Like da oder abonniert gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.